Shalom Aleichem. Wie kann ich Systematik lernen Torah? Wir haben eine Frage bekommen, dass man will lernen regelmäßig. Wie soll man lernen? Was soll man lernen? Ich hoffe, dass Hashem wird mir geben, die richtigen Wörter es zu formulieren. Es gibt eine Mitzwa, die heißt Talmud Torah. Sie hat sehr viele Einzelheiten. Bei Gelegenheit lohnt sich vielleicht darüber länger zu sprechen. Aber Menschen wollen klare Antwort. Was sollen sie lernen? Mit was sollen sie beginnen? Und wie wächst man weiter? Jeder ist verpflichtet, Torah zu lernen. Ein Gesunder und ein Kranker, ein Alter und ein Junger, ein Reicher und ein Armer, bei Tag und bei Nacht. Aber Menschen arbeiten. Sie haben viel zu tun. Steht geschrieben, eine Mitzwa, Likboa itim la Torah. Zu lernen jeden Tag Torah. Wie viel? Steht geschrieben, ein Kapitel morgens und ein Kapitel abends. Gut, in den alten Zeiten, das Morgen hat anders ausgesehen als heute. Die Menschen waren selbstständig in ihren Garten, in Landwirtschaft. Die haben früh aufgestanden. Es war keine Televisie. Ist man gegangen schon mit Sonnenuntergang langsam zu schlafen. Und früh morgen hat man aufgestanden, gedavnt, gebetet und gelernt ein Kapitel morgens und ein Kapitel abends vor dem Sonnenuntergang. Heute schwierig morgen Menschen rennen zu ihrer täglichen Arbeit. Verständlich. Aber gib doch zu, es gibt am Jahr ungefähr 70, 80 Tage, wo man kann doch morgens lernen. Schabbis, Sonntag, Feiertage, gesetzliche Feiertage, Urlaub. Jeden Mensch hat 30 Tage Urlaub, hat 54 Schabbatot, hat er schon genug Sonntag, hat er schon fast 100 Tage am Jahr, wo er kann lernen, morgen und abends. Die ganze Tanach, Torah, Neviim und Ketuvim, hat 929 Kapitel. Sehr viele Kapitel sind spannend, verständlich, lehrreich, saftig, spricht der Mensch an und versteht. Und es gibt auch Kapitel in Tanach, die schwierig sind. Und die Frage ist, wie soll man Systematik lernen? Wir werden empfehlen, dass ein Mensch soll gleichzeitig beginnen, Torah und Neviim. 5 Bücher Moses und die Neviim. Ein Kapitel von Torah, ein Kapitel von Navi. Und Systematik. Torah soll er beginnen von Bereshis, von Genesis, bis Dvorim. Und danach soll er lernen, die Bücher, die einfach sind und klar sind am Anfang. Joshua, Schäuftim, Shmuel Alef, Shmuel Beis, Melochim, Könige, Alef, Melochim Beis. Und wenn er ist fertig mit 5 Bücher Moshe und er hat gelernt Schoftim, Richter, Joshua, Melochim, Shmuel, Könige, wenn er hat das alles gelernt, dann soll er beginnen zu lernen die Bücher von König Shlomo. Sprüche, Mischle, Koheles, Prediger. Und soll er lesen auch Schriftrolle Esther und Jona. Wenn hast du diese Bücher gut gelernt, so ein Programm, was habe ich euch gegeben, dauert ungefähr 2 Jahre.
zu lernen die fünf Bücher Mosche, zu lernen Joshua, Shoftim, Melochim, Shmuel und diese Bücher, was verständlich sind, Mishlei, Sprüche und Prediger und Jona und Esther. Das ist dann die Reihe vom Lernen in Israel, wie man sagt, bis die 12. Klasse. Das heißt, wenn einer kommt schon zu Shiur Beis in Yeshiva, soll er diese Bücher soll er wissen und lernen. Jetzt. Es ist sehr gut zu lernen mit jemand oder mindestens darüber zu sprechen und diskutieren mit jemand. Alleine zu lernen ist sehr, sehr schwierig. Seltene Menschen sind Autodidakt. Du kannst dich nehmen eine Chavruta, ein Lehrer, ein Rebbe. Ja, auch wenn es kostet Geld. Es lohnt sich. Wenn man lernt mit einem Lehrer, man trifft sich einmal die Woche, einmal in zwei Wochen und man sagt, ich will dieses Buch lernen. Oder ein Chavruta. Chavruta ist ein Kumpel, ein Freund, eine Freundin, wo man regelmäßig eine Kapitel nach dem anderen liest. Jetzt. Nicht jetzt stoppen und bohren bei jedem Wort und bei jeder Geschichte. Weil es gibt zwei Arten vom Lernen. Ein heißt Bekies, Sinai, also auf die Breite. Und eine heißt Iun, Vertiefung, Euker Orim, Berge reißen, also soll man vertiefen. Wenn ein Mensch ist ein Kind, kriegt er schon von der Schule gelernt, das, was die Schule unterrichtet. Aber wenn ein Mensch ist ein Erwachsener, sagt uns die Tora, ein Mensch soll immer lernen, dort, wo sein Herz fühlt sich gierig. Du musst lernen mit jemandem, der dir gefällt, der dir schmeckt, weil dem Geschmack, die Gefälligkeit wird dir anstecken mit der Süßigkeit und mit dem angenehmen Gefühl von dem Tora. Deshalb empfehle ich auch, wenn Leute beginnen, das zu lernen, das, was wir haben gesagt heute. Chamisha Chumshe Torah, fünf Bücher Moshe, Bereishis, Genesis, Shmois, Exodus, Vaikro, Levitikos, vierte Buch, Bamidbor, Deuteronomium, Numeri, und fünfte Buch Moshe, Deuteronomium. Danach soll er lernen Joshua, Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Beis und Melochim Aleph und Melochim Beis, Könige 1 und 2. Reicht. Wenn er ist fertig damit, und soll er immer ein Kapitel davon und ein Kapitel davon. Eine morgens, eine abends oder Wochenende, Shabbat, um weiter zu lernen. Natürlich kann man in dem Tanach legen eine Simania, solche Papiere, um zu wissen, das hat man weiterentwickelt. Und darüber auch zu sprechen und zu recherchieren und Fragen zu stellen. Ruf dein Rebbe, schreibe mein E-Mail, eine WhatsApp. Ich habe gelesen und in diese Kapitel das und das. Was heißt das? Was ist die Bedeutung? Es ist eine Freude zu jedem Rebbe, dir zu beantworten, das, was hast du gelernt. Später lerne Sprüche oder Prediger, Jona und Esther. Gleichzeitig kauf dir Bibel für Kinder erzählt, um die Geschichten zu behalten und zu wissen, alle Namen von alle. Wer war die Eltern von Moshe? Amram, Jochevet. Wer war die Frau von Moshe? Zipporah. Wie heißen seine Kinder? Wie heißt die Frau von Aaron? Also einfach lernen und wiederholen und sich den Tag einfach verschönen mit Torah lernen. Das ist meine Empfehlung beim Systematik. Wie gesagt, in Gesellschaft, es ist besser. Mit Lehrer ist eine sehr empfehlende Sache.
heute mit dem Internet gibt es sehr, sehr viel Shiurim von Tanach in alle Sprachen. Soll man hören Systematik. Und jeder, der hat schon Systematik gehört, ganze Reihen hat er viel geschafft. Bei uns im Kanal gibt es sehr viele Reihen, die Systematik laufen. Alle 613 Gebote und Verbote Systematik. Du kannst dich nehmen, jeden Tag eine Mitzwa zu hören. Du hast den ganzen Psalmen, den ganzen Tehillim, 150 Kapitel zu lesen. Du kannst die 10 Gebote lernen. Aber lerne. Und jetzt kommt mein letzter Aspekt. Sie können meinen Spruch von ein bisschen und ein bisschen wird auf eure Schüssel. Oder so wie es steht geschrieben in Tanja, Igeret HaKodesh, Pruta li Pruta mit Starefet lechesbon Gadol. Noch eine Münze und noch eine Münze. Zum Schluss wird das eine große Summe. Wir haben einen Freund, der arbeitet mit behinderten Kindern, ein Ehrenamtler. Und er macht mit den Ehrenamtlern jeden Tag, sie legen Zdakar Spende in eine Box, so ein paar Pfenniges. Und einmal wollte er hier zu unserem Tiberius-Team, die behinderten Kinder, die speziellen Menschen, etwas spenden. Hat er mir gegeben, so eine Tüte voller Pfennigs. Und jeden Pfennig ist Erd. Das ist unglaublich. Habe ich das gebracht in Bank, nicht ich, Levi. Und er hat das gelegt in die Maschine. Es war 50 Euro, nur von Centen. Es ist viel, viel, viel. Am Anfang unterschätzt du was? Ein Pfennig, ein Cent. Nein, noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Und langsam wird das eine große, große Summe. Der Yetzer Hara wird dir hindern, die ganze Zeit. Du wirst sehen. Ah, ich will dieses Buch. Zuerst lernen. Nach 2 Jahren, wie gesagt, wenn du hast diese Bücher beendet, dann reden wir weiter. Viel Erfolg bei deinem systematischen Lernen. Das ist die erste Empfehlung. Shabbat Shalom. Shkoyach.